Unsere Welt ist anders als bisher angenommen. Es geht lediglich um ein kleines Detail, aber mit großen Auswirkungen. Messen haben nämlich aktuell gezeigt, dass der offizielle Wert des Protonenradios wohl nicht korrekt ist. Upsi. Und das hat nicht nur für die Physik, sondern auch für viele weitere Bereiche der Wissenschaft Auswirkungen. Wie genau diese kleine Revolution in der Physik aufgenommen wird und welche Folgen sich daraus ergeben, jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Bei uns gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Also. Erstens, der offizielle Standardwert für den Radius eines Protons liegt bei 0,8768 Femtometern. Doch schon in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Zweifel an den offiziellen Werten des Protons. Angefangen hatte alles im Jahr 2010. Hier hatte ein deutsches Forschungsteam einen Protonenradius ermittelt, der rund 4% unter dem Standardwert lag. Dieses Ergebnis erhielten sie mit Hilfe der Laserspektroskopie einer Proton-Myon-Verbindung. Die Studie sorgte für hitzige Diskussionen und erregte große Unruhe in der Physikwelt. Viele Fachleute gingen davon aus, dass die Messungen fehlerhaft waren. Andere ließen aber auch zum ersten Mal den Gedanken zu, dass der alte Wert nicht korrekt sein könnte. Manche spekulierten sogar über eine bis dahin unbekannte physikalische Kraft. Dazu einer der Studienautoren, Randolf Pohl aus Mainz. Nachdem 2010 unsere erste Studie herausgekommen war, fürchtete ich, dass sich ein altgedienter Physiker melden und uns auf einen groben Schnitzer hinweisen würde. Aber die Jahre sind vergangen und bis heute ist nichts dergleichen passiert. Im Gegenteil, 2016 legte das Forschungsteam nach und präsentierte eine weitere Studie, die ebenfalls kleinere Werte für den Protonenradius nahelegte. Auch in diesem Experiment wurde die Laserspektroskopie angewandt, diesmal allerdings zur Messung des Deuteriumkerns, einem Wasserstoffisotop, also eine Variante des Wasserstoffs. Der Atomkern von Deuterium besteht lediglich aus einem Neutron und einem Proton. Und auch hier ergab sich die rätselhafte Diskrepanz, die darauf schließen lässt, dass eine fundamentale Größe der Physik bisher falsch bestimmt worden war, der Radius des Protons. Anfang des letzten Jahres, 2017, entdeckte ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Kernphysik dann einen weiteren Hinweis. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermittelten auch für die Masse des Protons Abweichungen vom Standardwert. Das Proton zeigte sich signifikant leichter als bislang gedacht. Konkret zeigte sich der Unterschied erst ab der 9. Nachkommastelle. Das ist zwar wenig, aber spielt trotzdem für die Physik eine Riesenrolle. Denn nicht nur der Protonenradius, sondern eben auch die Protonenmasse haben in der Physik eine fundamentale Bedeutung. Denn die Neutronen bilden zusammen mit den Protonen den Atomkern. Somit gelten sie als fundamentale Bausteine aller Materie. Die zahlreichen abweichenden Messwerte machen Physikerteams weltweit nervös. Denn auch Naturkonstanten wie etwa die sogenannte Rydberg-Konstante sind vom Proton abhängig. Sie wird in der Quantenmechanik eingesetzt, um die Wellenlängen der Spektrallinien von Atomen zu bestimmen. Ein falscher offizieller Standardwert ist demnach also fatal. Somit war es höchste Zeit, die vorliegenden Ergebnisse der drei Messungen zu verifizieren. Das hat das Team vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching vor einiger Zeit getan, und zwar anhand des normalen Wasserstoffatoms. Hier konnte die Messung nicht durch den Austausch des Elektrons durch das schwerere Myon verfälscht werden. Konkret analysierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Spektrallinien des Wasserstoffatoms, und zwar bei zwei verschiedenen Energieübergängen. Zum einen bei einem sogenannten 1s-2s-Übergang, bei dem das Elektron nach Anregung in den Grundzustand zurückfällt und dabei eine besonders dünne Spektrallinie erzeugt. Das zweite Experiment untersuchte den Wechsel zwischen zwei angeregten Zuständen, und zwar bei dem sogenannten 2s-4p-Übergang. Hier wurden die Atome durch einen Laser zunächst angeregt und fielen dann in einen niedrigeren Zustand zurück. Hierbei sendeten sie Photonen aus, wodurch das Forschungsteam Rückschlüsse auf die Protonengröße ziehen konnte. Das Ergebnis der beiden Experimente ist mehr als eindeutig. Das Proton ist demnach kleiner als bisher angenommen. Wow. Demnach liegt der Protonenradius bei 0,8335 Femtometern und nicht bei den bislang offiziellen 0,8768 Femtometern. Es handelt sich hierbei also um Werte, die um bis zu 5% unter dem Standardwert liegen. Und bei diesem Ergebnis kann man sich eigentlich sehr, sehr sicher sein. Dazu einer der beteiligten Forscher, Thomas Udem. Unsere Messung ist fast so genau wie alle anderen bisherigen Experimente an regulärem Wasserstoff zusammengenommen. Dazu kommt, dass Team
Team vom Max-Planck-Institut hat die ermittelten Daten sehr genau unter die Lupe genommen. Insgesamt 3 Jahre lang haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese geprüft, um eventuelle Messfehler auszuschließen. Dennoch betont das Forschungsteam, dass andere Methoden und weitere Messungen wichtig seien, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Doch schon jetzt ist das offizielle Gremium für solche Angelegenheiten ganz Ohr, und zwar ist die Rede vom sogenannten Committee on Data for Science and Technology, das Standardwerte für Konstanten in der Physik festlegt. Dazu ein Sprecher: Wir werden dieses Ergebnis sehr ernst nehmen. Höchstwahrscheinlich wird der offizielle Wert für den Radius der Protonen und somit auch die Rydberg-Konstante schon sehr bald geändert werden. Wenn ihr dazu und zu allen anderen Themen nichts verpassen wollt, dann addet meine Handynummer auf WhatsApp. Das geht einfach hier. Dann schicke ich jedem von euch eine Nachricht mit dem Link zum aktuellen Video, und zwar noch bevor es die Abonnenten hier auf YouTube zu sehen bekommen. Wow! Und ihr bekommt zur Begrüßung ein kleines Geschenk. Also hier draufklicken, Abo dalassen und auf jeden Fall das Video dafür auch noch draufklicken, sehen: Geheimnisvolles Teilchen entdeckt. Bis dann. Bleibt dran.